Liebe Shisha-Freunde. Wir beide stellen euch heute mal neue Tabaksorten, bereits erschienene Tabaksorten vor, denn uns dreht es uns heute um die bereits viel erschienenen und den ganz neuen Turkish Bubbles Code Green. Alle Turkish Bubbles Sorten, die es bisher gibt, in einem Video. Also insgesamt 5 Stück. Man kann das in dem Sinne fast ein 5-fach-Review nennen. Über die werde ich heute reden. Ich habe schon mal ein einzelnes Video gemacht über den Standard Turkish Bubbles. Den werde ich heute natürlich auch nennen. Ich werde es auch natürlich in einer kleinen Rangordnung einordnen, wie ich welchen finde. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Was ist Turkish Bubbles? Turkish Bubbles ist daran angelehnt von Kaos an den türkischen Kaugummi Fallem. Das ist ein türkischer Kaugummi Fallem. In dem Sinne, ich hatte die damals für das Video extra geholt. War sehr überrascht, wenn du die aufmachst, riecht das original wie eine Turkish Bubbles Dose. Wenn du den aufmachst und dann kaust, oder was man halt mit dem Kaugummi macht, kauen halt, ne? Hast du ganz kurz am Anfang diese Turkish Bubbles Note, so wie der Tabak schmeckt. Genauso, er schmeckt genauso wie die Fallem Kaugummis. Danach schmeckt der Kaugummi wirklich noch nichts. Aber so wie diese erste Note ist, so wie er riecht, wenn du eine Packung aufmachst, so schmeckt der Tabak. Das heißt, wie kann man das ungefähr so nennen? Es ist sowas leicht Waldiges, finde ich, so leicht Sauna-Aufgussmäßig. Ein komplett eigener Geschmack, auf den nicht viele stehen. Es ist was komplett Eigenes. Leute, die den gerne rauchen, die lieben den aber. Ich liebe auch Turkish Bubbles, den Tabak, weil es halt eine geile Note ist halt einfach und ich so ein bisschen auf sowas Verrücktes stehe, sage ich mal. Es ist nicht ganz was Verrücktes. Man muss es mal probiert haben, finde ich, um überhaupt urteilen zu können. Aber es schreckt schon viele vom Geruch ab, weil viele vom Geruch denken, es ist sehr, sehr stark, unangenehm. Ich finde aber persönlich vom Geruchlichen ist es schon stark, aber im Geschmacklichen ist es auch stark, aber nicht so penetrant. Obwohl es schon penetrant ist. Aber dafür gibt es ja die ganzen Code-Sorten neben dem Standard Turkish Bubbles. Ich zeige euch das Ganze mal, wie Chaos gebaut wird im Oblaku M. Habe ich das Ganze gebaut, im expliziten den Code Green hier gerade. Den habe ich nämlich drin und habe ich gebaut die aktuelle Sorte. So sieht Chaos Tabak aus. Mittel bis fein, von der Feuchtigkeit in Ordnung. Gut eingezogen das Ganze. Und vom Bauen lässt sich es natürlich Ganze sehr, sehr einfach. Übrigens habe ich das mit meiner neuen Kamera aufgenommen. Den Teil jetzt hier, wo ihr mich seht, nicht. Aber diese schönen Sequenzen, sage ich mal, habe ich mit der neuen Kamera aufgenommen. Warum ich den nicht als sowieso Kamera nehme, ich kann mich da nicht selber sehen. Das geht leider bei der Sony Alpha 7 III nicht, aber gut, darum dreht es uns heute nicht. Wie sieht meine Rangordnung aus? Was ist für mich der beste Turkish Bubbles? Erstmal ein Zug hier vom Code Green, denn der ist auch in dieser Liste drin, beziehungsweise es dreht sich ja eh um alle 5, da muss der natürlich drin sein. Also 4 plus einer, der noch erscheint, kann man die Liste nennen. Und zwar ist für mich auf dem 5. Platz von der Turkish Bubbles Serie der Code Brown. Warum ist er für mich nur auf dem 5. Platz? Turkish Bubbles Code Brown ist diese waldige Note, dieser Standard Turkish Bubbles Ton. Und dazu eine Zimtnote, das Ganze. Wenn du daran riechst, riechst du auch ganz klar eine Zimtnote raus. Ich muss aber dazu sagen, ich habe schon einige Zimt-Tabaksorten geraucht. Meist kratzen sie im Hals oder sowas. Ich finde, hier ist sie wirklich sehr schön dezent gesetzt, obwohl man sie sehr stark rausriecht. Es ist die Weihnachtssorte von 2020 gewesen, die Chaos-Weihnachtssorte. Turkish Bubbles Code Brown und was Zimtiges passt ja auch zu Weihnachten. Zum Sommer eher ein bisschen weniger, aber für die kalten Tage. Also wenn man auf diese Turkish Bubbles-Note steht und Zimt, passt das. Muss aber auch sagen, das ist einer der erträglichsten für Leute, die Turkish Bubbles nicht mögen. Das werde ich mal mit dazu nennen, welche die beiden erträglichsten sind eigentlich auf dieser Liste, falls man Turkish Bubbles gar nicht mag. Weil du hier halt wirklich eine Zimtnote drin hast und die drückt das, finde ich, ein bisschen, diese Turkish Bubbles Note. Aber kommt wirklich sehr raus, Zimtnote geht wirklich super in Ordnung. Ist in meines Erachtens, ich habe 3, 4, 5 Zimt-Tabaksorten bisher geraucht, die beste Zimtnote, weil Zimt sonst immer zu stark drin ist. So, und hier ist wirklich Zimt angenehm. Dann fängt nämlich Zimt an zu kratzen, wird eklig, schmeckt wie Benzin, wenn es zu stark drin ist. Hier ist es wirklich angenehm drin. Ich war sehr überrascht, war auch sehr hyped auf den Tabak, weil es halt mal einer ist, wo die Zimtnote auch wirklich schmeckt. Und auch mal wirklich wie Zimt und nicht nach Benzin. Ich erinnere mich da an Shirazade Zimt, da war ein bisschen viel Zimt nämlich drin. Auf dem 4. Platz ist für mich der Turkish Bubbles Code Blue. Das ist aber eher so ein persönliches Ding, warum man nur auf dem 4. Platz ist, weil ich nicht so unbedingt auf Blaubeere stehe und genau auf diese Note, die hier drin ist. Jeder, der noch Blue Mist kennt, wird Blue Mist noch kennen. Hier ist so eine typische Blue Mist Note drin. Es ist für mich auch noch die vollste Turkish Bubbles Dose, denn hier sind vielleicht 2 Köpfe raus. Und du hast neben der Turkish Bubbles Note, Alter, ich finde das krass, weil wer noch Blue Mist kennt von Starbucks, ich finde, der ist wirklich sehr, sehr gut getroffen von der, Blaubeernote. Und dazu halt wieder typisch Turkish Bubbles Note. Sonst würde er nicht Turkish Bubbles Code Blue heißen.
Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann eigentlich. Ich habe den so wenig geraucht, aber es ist Türkisch Bubbles mit einer Blumistnote. Das heißt, eine Blaubeernote, die leicht seifig ist, sehr, sehr süß, sehr, sehr intensiv aber auch und sehr, sehr leicht weggeht. Viele feiern diese Blumistnote, weil es einer der besten Blaubeersorten auch, finde ich, ist. Also Blaubeernoten, diese typische Blumist-Starlight-Note. Die wirklich, geht wirklich sehr leicht weg. Leicht seifig, aber wirklich nur leicht. Aber sehr, sehr angenehm und süß vor allen Dingen. Ne, es schmeckt nicht so wie diese typischen Blaubeernoten, finde ich. So, das ist, also jetzt verglichen mal mit dem Almassiver Blaulicht. Da, den kann ich zum Beispiel rauchen, weil da ist noch ein bisschen was anderes drin. Aber hier, nichts Negatives, ist trotzdem für mich auf dem vierten. Da ist für mich öfter rauchbarer als der Zimt. Weil Zimt ist halt nun mal immer Zimt. Das kannst du halt nicht im Sommer rauchen. Aber definitiv auch eine stabile Türkisch-Bubbles-Dose. Weil halt auch Türkisch-Bubbles drin ist. Und immer der gleiche Türkisch-Bubbles-Ton drin. Plus halt immer diese Code-Note. Ne? Also Code, nicht Code. Code. Auf dem dritten Platz ist für mich die Standard Türkisch Bubbles Note. Heißt der Standard Türkisch Bubbles, der Standard ohne diesen Code. Ne? Kein Red, kein Green, kein Blue, kein Brown. Für mich der ganz normale Türkisch Bubbles ist für mich auf dem dritten Platz. Es ist genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, genau das ist der Standard Türkisch Bubbles ohne eine Zwischennote bzw. eine Zusatznote dazu. Das heißt, man hat diesen waldigen, leicht Sauna-Aufgussmäßigen, erfrischenden Kaugummi, Fallen-Kaugummi-Geschmack. Das ist der Standard Türkisch Bubbles. Ich denke mal, der wird auch mit am meisten gefeiert, neben einer anderen Sorte noch auf dieser Liste. Aber das ist dieser typische Einstieg in Türkisch Bubbles, dieser typische Standard Türkisch Bubbles. Ich finde aber auch persönlich, es ist der schwerste, um einzusteigen in Türkisch Bubbles, weil er halt wirklich nur roh, waldige Sauna, Fallen-Kaugummi-Note Kaugummi-Note ist, was ist heute los mit meiner Sprache? Diese typische Fallen-Kaugummi-Note. Das ist halt der schwerste, um reinzukommen, aber für mich auf dem dritten Platz, da für mich immer geht neben einen anderen hier noch. Beziehungsweise nicht immer geht neben einen anderen hier noch, sondern er ist für mich der besser als Blue und Brown, deswegen ist er auf dem dritten. So erzählt sie es irgendwie am besten. Auf dem zweiten Platz ist für mich der Türkisch Bubbles Sorten der Code Green. Das ist der neue mit Limette, der jetzt erscheinen wird, den ich auch gerade drin habe. Vom Geruchlichen das Ganze hast du halt wirklich eine sehr, sehr starke, präsente Limette drin, die, was ich sage, die zweite Sorte hier auf der Liste ist, ich weiß, ich bin mit den Zahlen hier heute sehr verwirrend, die für Anfänger, die in Türkisch Bubbles reinkommen wollen oder denen Türkisch Bubbles nicht ganz taugt, am erträglichsten ist, wie beim Zimt, weil diese Limettennote, finde ich, die Türkisch Bubbles Note leicht drückt. Ich finde ihn sehr, sehr lecker, weil ich halt nur mal auf Limette stehe und halt erweitern diese Türkisch Bubbles Note drin hat. Vom Geschmacklichen hast du halt wirklich so einen zitronenlimettigen, sauren Geschmack zu dieser waldigen Note, der wirklich 50-50 Stärke, wenn nicht sogar 60-40, also stärker als diese Türkisch Bubbles Note rauskommt und wirklich sehr smooth rausgeht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jeder, der noch Elektra oder, wie hieß damals die eine Limette-Sorte von Chaos, ich weiß nicht, ob es Starboy war, Chaos hat eine geile Limette und eine geile Zitrone früher gehabt. Und ich finde, dass das halt genau hier drin ist. Und das ist halt, deswegen feiere ich den auch. So, weil halt einfach diese geile Limetten-Zitronennote drin ist. Und der ist einfach, das riechst du raus und schmeckst es raus und das feiere ich. Das feiere ich. Deswegen ist er für mich direkt auf Platz 2. Ich habe den ersten Kopf gehauen, er war direkt für mich auf Platz 2. Weil besser als den Brown und den Zimt, klar. Besser als der normale, weil es etwas Zusatzmäßiges ist. Aber nicht besser als ein ganz bestimmter. Und zwar die beste Türkisch Bubbles Sorte ist für mich Türkisch Bubbles Code Red. Das ist für mich die beste Türkisch Bubbles Note oder Sorte. Was soll das Ganze sein? Türkisch Bubbles, darüber reden wir heute. Und beerige Note. Es wird selber gesagt, ein Lastkraftwagen voller Beeren und du riechst halt raus. Sehr, sehr stark rote Beeren, sowas wie Erdbeeren zum Beispiel. Oder generell, also einfach nur ein roter Beerenmix. Das ist schwer, mir fallen jetzt zwar keine roten Beeren ein, aber ein sehr, sehr starker roter Beerenmix, der wirklich sehr, sehr süß daherkommt. Auch sehr, sehr gelungen vom Beerenmix, finde ich. Und halt auch wirklich geil im Geschmacklichen rüberkommt. Du hast halt wirklich zu dieser sehr, sehr waldigen und saunaufgussmäßig, wie oft habe ich heute so ein Wort gesagt, glaube ich noch nie so oft wie auf dem ganzen Kanal, hast du halt so eine sehr süße, beerige Note, die wirklich ganz easy weggeht und die es wirklich ganz angenehm macht und halt so einen Kick noch dazu gibt zu dieser klassischen Türkisch Bubbles. Und ich finde, hier kommt es am gelungensten rüber und passt am besten dazu.
zu dieser Turkish Bubbles Note. Beim Blue und beim Brown finde ich es in Ordnung, passt schon gut dazu, aber beim Red finde ich es passt am übertriebensten dazu. Zu dieser Standard Turkish Bubbles Note. Das war damals auch der zweite, der erschienen ist, der damals rauskam. Es kam erst der normale, dann der Red, dann der Blue, dann der Brown und jetzt der Green raus. Und ich finde, das ist persönlich der beste, weil es halt einfach so eine, ja, so eine süßliche Beerennote, die so vollmundig auch ist im Mund und die du auch wirklich rausschmeckst, neben dieser Turkish Bubbles Note, der beste Turkish Bubbles. Und ist eine, neben den Green, die ich beide absolut empfehlen kann. Anfängertauglich, wenn man jetzt nicht so auf die Note steht, ist wahrscheinlich der Code Green am meisten, weil man nicht so auf Zimt steht. Und der experimentellste ist der Code Brown, weil es halt eine Zimtnote ist und das halt nicht so typisch ist, eine, die gut ist. Und in meinen Augen ist die gut. Und die Blaubeernote ist halt eine typische Blumistnote, wenn man halt auf diese Blumistnote steht. Deswegen, oder man holt sich halt den Original Turkish Bubbles. Übrigens gibt es auch manche Leute, die sich eine Tradi auf Turkish Bubbles anrauchen, ne? Ist auch verrückt. Das ist mittlerweile sowas geworden, es wird so langsam kommt's, so wie Doppelapfel und Traube. Mittlerweile so langsam wird es so ein Klassiker. Wie so eine Klassikersorte, weil es halt so ein, auch so ein übertrieben heftiger Geschmack ist, dass sich da manche da eine Tradi anrauchen. Aber das war mal so ein kleiner Exkurs in meinen, wie ich Turkish Bubbles finde, wie ich die Turkish Bubbles ranken würde. Und auch zum neuen Turkish Bubbles Code Green, der jetzt demnächst erscheint, mit Limettengeschmack. Sehr, sehr gelungenes Ding. Rauchen tun die Dinge auch, Hitze aushalten tun die Dinge auch. Übrigens hatte ich gerade in der Aladdin 470 geraucht mit Moblaco M, Callout Lotus 1 Plus mit 2 Tomco Kotscha C26. Und nicht, dass ihr euch wundert. Ich wusste halt, dass das Video lang wird und ich wollte nicht so lange 3 Kohlen drauflegen haben, weil ich weiß, dann wird er schon heftig. Weil, das finde ich persönlich auch, Chaos hält derzeit gut Hitze aus. Das möchte ich noch dazu sagen. Das ist mir persönlich sehr gut aufgefallen. Und ich wollte halt nicht mal abhusten, wenn halt extrem viel Rauch kommt, wenn ich hier mal einfach mal 2-3 Minuten durchquatsche. Im Rauch geht es auch in Ordnung. Gerade hier zwar nur auf 2 Kohlen, aber... auf 3 würde das natürlich noch wesentlich mehr rauchen. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schickt links in der Beschreibung. Sagt mir gerne ihr, was ihr von Turkish Bubbles haltet. Ich weiß, viele hassen Turkish Bubbles, aber ich wollte gerne mal ein Video drüber machen. Hab's auch lange vor mich hergeschoben. Eigentlich schiebe ich, seitdem ich den Standard schon vorgestellt habe, vor mich hin. Aber da waren noch nicht so viele draußen. Eigentlich seit der Brown draußen ist, wollte ich es unbedingt machen. Aber jetzt passend, weil bald der Green rauskommt, habe ich es gemacht, Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schickt links in der Beschreibung, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Fun Fact, ich muss mal zum Friseur. Ich finde, meine Haare sehen heute schlimm aus. Viel zu lang hier. Friseure, macht endlich wieder auf hier.